Grenze erreicht und ist das eingetroffen, was ich erwartet habe. Stau an der Grenze. Aber ich glaube, der geht noch, Frank. Und jetzt meine rosa-rote Brille. Ach, ist das herrlich. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Die ziehst du jetzt bitte wieder ab. Ne? Oh. Nein, die halten uns an. Frank. Warum sollen die uns anhalten? Nur weil ich eine rosa-rote Brille aufhabe? Hier ist gar kein Stau. Hör mal, ich glaube, andere... Ja, mal, guck doch mal da. Da sind drei Autos vor uns. Guck mal hier. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist einfach kein Stau. Und mit der Brille nehmen die dich raus. Zieh die jetzt ab. Die steigt jetzt aus. Die steigt aus. Zieh die Brille jetzt ab. Ja, wir sind doch gar nicht da. Guck mal, ich stehe wieder auf der Straße. Ja. Ja, wir müssen gleich, lass uns gleich rein vom aus Oberallgäu da. Ja, hier lässt uns doch keiner rein. Doch, der muss da auch reinlassen. Ja. Kannst du ausmalen? Ja. Hast du einen Ausweiser? Stopp, Frank. Also an der Grenze machen die auf jeden Fall eine ganz schöne Show, da kann ich euch schon mal sagen. Gerade haben sie unsere Ausweise kontrolliert, weil ich meine Mafia-Brille auf habe wahrscheinlich. Wobei die Barbara so gefährlich aussieht. Ja. Und jetzt stehen wir bei den Kroaten und da der Stuttgarter hier vor mir den Filzen richtig. Also es sind 5 Minuten vergangen, ihr werdet es nicht glauben. Die diskutieren immer noch. Müsst eigentlich schon wieder die Brille wechseln, ehrlich. Rechts neben uns sind die am Fahren wie die Weltmeister und wir stehen. Ich könnte schon wieder brechen. Ist doch nicht normal, oder? Nee. Jedes Mal das Gleiche, wenn ich unterwegs bin. Ich hab die Brille schon nach hinten gelegt wieder. Ich hab gedacht, wir haben es geschafft. Was? Bleib da liegen. Fahr einfach nicht. Keine Chance. Wieso holen die nicht raus dann da rechts hin? Ne? Die könnten normalerweise den rausholen. Ja, der hält den ganzen Verkehr auf hier. Ja. Guck mal, rechts wird gefahren, aber das ist wunderbar. Da guck einmal, zeigen, weg sind sie. Also wir warten immer noch. Er steht immer noch da. Der hat den Zettel nicht ausgefüllt. Dann muss er an die anderen Grenze machen. Ja, vermuten wir viel beim Messen. Nee, du musst dich ja hier anmelden. Ja, aber da kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. Dann musst du an die Grenze machen. Das dauert dann immer. Wir haben unseren Passierschein schon ausgefüllt. Ja. Der liegt da. Für touristische Zwecke, dann geht das hier zack, zack. Aber Stehen. Auch die neben uns jetzt. Ach doch, es geht weiter. Also wir stehen immer noch. Und der Stuttgarter steht immer noch vor mir. Kaffee kochen oder? Ja. Wassereis? Jetzt kommt der Krankenwagen und jetzt werden sie alle elektrisch. Die ganze Zeit sind die sich alle nicht am Bewegen. Jetzt sind die hier alle am Rennen wie die Weltmeister, um Platz zu schaffen. Ja, der hat bestimmt eine Umleitung gekriegt jetzt. Ja. Mann, ist ja auch in Ordnung, aber ja. Aber ist ja Eigenzüchtung hier, der Stau. Ganz geschmeidig umfahren in der Boxengasse. So, geschafft. Jetzt guckt doch mal den Stau an bei der Rückreise.
So, wir sind da in Kroatien, Pula Stoja, am Campingplatz. Und jetzt müssen wir mal luren, was hier los ist. Hallo liebe Camping- und Kassenwagenfreunde. Hier sind ja die Frank und die Barbara von Up and Down Van Life. Sollst du sagen Barbara und Frank? Ja, Barbara und Frank, Entschuldigung. Der Dirk hat mich ja nett drauf hingewiesen. Dirk Kunze. Ist auch so, ja. Was ich die Barbara letztes Mal zuerst erwähnt habe. Die kommt auch vor F im Alphabet. Ja, wir haben unser tatsächliches Ziel erreicht, Kroatien. Und zwar sind wir hier in Pula Stoja, Istrien. Und zwar ist das der Südwesten davon. Und wir stehen hier direkt am Meer. Den Platz stellen wir euch natürlich auch wieder vor. Die Umgebung, wo wir hier stehen, ist ein absoluter Traum. Ja. Und wie das hier aussieht, da zeige ich euch gleich mal einen Schwenk. Und den Platz stellen wir natürlich auch noch vor, ja, logisch. Drohnenaufnahmen kommen auch noch, denke ich. Air Force One geht auch noch in der Luft, aber heute ein bisschen windig. Wir haben die Markise hier raus mit Multi-Anker. Hoffen die halten. Ja, also, wenn so ist wie jetzt, das dürfte kein Problem sein. Ja, aber sonst, ja, muss gucken. Ja, unsere viertägige Anreise. Vier? Oder fünf, weiß ich gar nicht. Oder auch sechs, von Sonntag, Roller war Freitag, ja. Ja. Egal, ich drehe jetzt einmal die Kamera, dann könnt ihr mal ein bisschen gucken. Bis später mal. Tschüss. Tschüss. Hallo liebe Camping- und Kassenwagenfreunde. So, wie versprochen kommt jetzt unsere Platzrunde hier auf dem Campingplatz Pula Stoja in Istrien. Und hinter mir seht ihr die Rezeption, rechts ist der Eingang. Und wir machen jetzt hier zusammen die Platzrunde, stellen wir euch alles Mögliche hier auf dem Platz vor. Wo wir stehen, habe ich euch ja schon gezeigt. Und nach dem Video machen wir noch ein Video, was man hier so in der Umgebung, Campingplatz, alles machen kann. Viel Spaß dabei. Los geht's. So, hier haben wir die Übersicht von dem Campingplatz. Hier unten, siehst du, hier ist die Rezeption. Ja. Und alle lilafarbenen, die Premiumplätze, da haben wir auch einen von. Und wir sind da ganz oben, stehen wir auf 2,99. Ganz oben in der Ecke, da stehen wir. Ja, und hier sieht man den ganzen, diese roten sind alle im Wald und die äußeren sind alle an der Küste, wo die Sonne hinkommt. Mal so einen kleinen Überblick. Hier ist so irgendwie so ein Spielplatz, weil das war früher mal eine Kaserne von der Armee. Das ist ein Campingplatz geworden. Und hier ist dieses Rondell, was ich gefilmt habe, wo man Wasserski fahren kann und Kajak ausleihen. Hier ist der erste Strand. So, und jetzt gehen wir weiter. Also heute ist ja ziemlich viel los, An- und Abreise. Wir haben Sonntag. Und ich sage das schon mal vorab, gerade die orangen Plätze im Wald, diese Standardplätze, da sind unheimlich viele noch frei. Und einige sogar von diesen Premiumplätzen. Selbst da oben in dem Bereich. Ja, bei uns, genau. Die Fliederfarben, die helleren. Superior sind das dann, ja.
Die sind auch noch fast alle frei im Moment. Genau. Was es hier auch noch gibt, das zeige ich euch mal eben hier ganz unten. Wenn man jetzt kein eigenes Mobil hat, da kann man sich diese Mobil-Homes leihen. Nein, das sind hier unten, die grün, genau. Die. Hier, siehst du schon, hier, genau. Da sind ja Häuser abgebaut. Ja, genau. Da waren wir aber noch gar nicht. Nein, da gehen wir gleich auch noch mal hin. Gucken wir mal. Schauen wir uns alles an. Ja, hier einmal der Stadtplan von Pula. Wir sind hier, Camping Steuer. Ja. So eine Halbinsel. Genau. Und hier vorne vor ist direkt eine Bushaltestelle, haben wir uns hier, euch ja schon gezeigt. Und da fährt man sofort mit der Bushaltestelle, Linie 1, glaube ich, ne? In diese Innenstadt hier. Wunderschön mit der Arena. Da machen wir einen extra Film von. Ja, hier im Hintergrund rechts seht ihr die Rezeption, 24 Stunden besetzt. Da am Eingang ein, so ein kleiner Snackbereich, wo auch Einheimische ganz gerne einkehren. Links nochmal die Rezeption. Genau. Auf der rechten Seite kann man auch anhalten, wenn man sich anmelden möchte. Da ist die Entsorgung. Also das, was eigentlich zum Schluss kommt, haben wir jetzt am Anfang mit reingepackt. Entsorgung, Frischwasser, alles an einer Stelle. Und auch für lange Wohnmobile kein Problem, da hereinzukommen. Hier sieht man schon ein bisschen den Beach. Ja. Dann das Restaurant. Kann man auch empfehlen, auch Preis-Leistung top. Jeden Abend Live-Musik, okay, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie war noch die Musik? Schlager, ne? Schlager. 80er, alles Mögliche. Ja, mit aber wie Ententanz dort. Am Anfang. Ententanz und so ein Kack. Ja, hier wie gesagt der Beach. Und da haben wir... Das Restaurant nochmal, von der anderen Seite. Von der anderen Seite ist jetzt geschlossen, öffnet um 12 Uhr. Das ist so ein kleiner Shop, wo man Taucherbrillen, Luftmatratzen, die ganzen Döns. Dann hier der Supermarkt, gut bestückt, wirklich gut bestückt. Auch eine frische Theke ist da, man kann also Fleisch, Würstchen und sowas kaufen. Daneben Diving Center, kann man mieten. Dann einmal einen Blick auf diese Glamping-Zelte, da sind auch einige zu mieten. Genau, Glamping heißt nicht? Glamping, ja. Und dann da vorne kann man auch noch, ja genau, da kann man es besser sehen, diese kleinen Boote kann man ausleihen oder dass man auch mitfährt. Wasserski, also Motorboote geht glaube ich auch, ne? Tretboote. Alles da. Alles da. Genau. Da gibt es auch nochmal. Hundebeach. Hundebeach. Ah ja, genau, deswegen haben wir das fotografiert. Hundebeach, genau. Ja, ist auch nicht unwichtig, ne? Also dann nochmal ein Blick auf diese Wohnmobilheime, die man mieten kann. Wieder unterschiedlicher aus. Da hinten die weiß, das weiße Gebäude ist dieses riesen Einkaufscenter. Genau, wie so ähnlich soll das sein wie bei uns. Ja, kleiner, natürlich, Zentrum. Sehr wichtig, Kühlboxen, Gefrierboxen. Wenn man also im Zelt unterwegs ist und etwas einfrieren möchte, kann man sich so eine Gefrierbox mieten. Das ist das alte Fort. Ja, dazu muss man sagen, das war früher eine Kaserne, diese Insel. Und das ist wahrscheinlich das alte Kasernengebäude. Das ist... Sanitäranlage untergebracht. Keine Sanitätsanlage. Genau. Und da hinten ist auch im Hintergrund ist auch dieser Mini-Club, der trifft dich da. Ja, da komme ich gleich, glaube ich, nochmal hin. Also, gut. Genau, Spielplatz, genau. Ah, das ist auch schön. Ne? Da ist alte Gemäuer und ein Beachvolleyballplatz mit Tribünen. Die wurden abends, wenn die Sonne untergegangen ist, war der reger Besuch. Genau. Minigolfanlage und Kinderclub. War uns sowas so heiß. Ja. Ja, da nochmal ein paar Aussichten vom Platz. Genau, tolle Stellplätze, die natürlich heiß begehrt sind. Ganz am Ende vom Video stelle ich euch ein paar Plätze mit Nummern vor, die man vorreservieren hier kann. Die Beachbar, genau. Mit Sky, also wir haben da jetzt auch Bayern und was haben wir noch gesehen? Fußball, Champions League haben wir da geguckt. Da nochmal ein paar Superplätze, der ist auch klasse. Einfach nochmal ein paar Übersicht von dem Platz, wie es da so aussieht. Sanitärgebäude. Genau. ja, also. Frischwasser. Genau. Da sind wir dann auch in Gießkanne gewesen. Hundedusche. Das sind Duschen. Außenduschen. Außenduschen. Vorne, hier sind Männer, andere Seite Frauen. Da so ein Blick in die Dusche rein. Sehr sauber. Nur zu diesen Hochzeiten, sage ich mal 17 Uhr, 18 Uhr. Da muss man eventuell schon mal warten. Chemietoilettenentsorgung. Da war ich jetzt nicht. Aber im Prinzip ja überall. Ja. Der gleiche Zirkus. Dann Stühle. Genau. Ging rechts noch weiter. Ja. Das ist, noch mal, ist jetzt von der anderen Seite. Behinderten-WC war auch vorhanden. Frischwasser. Ja, Toiletten. Alles tipptopp. Ja,
Ah ja, ja, jetzt ein harter Schwenk. Ein harter Schwenk. Ach, jetzt kommen die. Achte mal, die Delfine, müsst ihr mal drauf achten. Und die Polizei links, hat er gesehen. Ja, die haben uns besucht, genau. Die wollten nicht holen kommen. Nein, die haben dann, glaube ich, irgendwie Tauchübungen veranstaltet. Aber achte mal genau, da kommen jetzt noch ein paar Delfine. Ja. Also war schon faszinierend. So schnell konnte gleich die Kamera raus. Ja, ich habe die Zeitlupe laufen lassen gleich. Die. Ja. Also die nächste Errungenschaft wird auf jeden Fall ein anderes Objektiv sein. Dass wir solche Sachen auch näher ranholen können. Ja, das war schon toll. Also man saß da wirklich vor Miss Ellie und hat dann den Delfinen zugeschaut. Ich denke mal, jetzt lassen wir einfach so den Blick schweifen. Genau. Dann noch ein paar Delfine. Nein, ja, Kajakfahrer und jetzt zeigen wir euch das Ganze noch mal von oben und da seht ihr jetzt, an dieser Spitze stehen wir und ja, viel Spaß jetzt bei den Drohnenaufnahmen. Thank you.
Ja, hier haben sie direkt bei uns vor der Tür, kam ein Harley-Davidson-Fahrer an und die haben dann da tolle Aufnahmen gemacht. Da durften wir auch Zeuge von werden. Und anschließend lassen wir für euch nochmal die Sonne untergehen. Und ich hoffe, dass euch die Bilder gefallen hat. Ja, schreibt was in die Kommentare. Daumen hoch und Kanal abonnieren, kennt ihr ja schon. So, und jetzt genießt die restlichen Bilder. Danke euch, ciao. Platz 284. Unser Platz, habt ihr zu Genüge gesehen, 299. Bis 305. 312. 414. 431. Und 431a. 432.